7 Jahre habe ich auf dieses Game gewartet. 7 Jahre habe ich auf dieses Spiel gewartet. Und jetzt geht's los. Cyberpunk 2077. Wir haben die Möglichkeit, aus 3 verschiedenen Herkunften zu spielen. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, welche wir wählen. Das wird erstmal schwierig für mich. 2013 kam der erste Trailer, meine Freunde. Nach 7 Jahren hat CD Projekt Red dieses Game hier released. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich bin, dieses Game jetzt zu spielen. Wir gehen rein, Leute. 7 Jahre. Und jetzt wird's schwierig. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst mir helfen, Chat. Spielen wir als Konzerner? Das würde wahrscheinlich sehr gut zu mir passen. Du bist so ein übertriebener Cyborg-Dude. Du hast, keine Ahnung, Gesetze umgangen und so weiter und so fort. Street Kid ist so ein Gangster-Dude. Ich glaube, das ist halt Dealen und so weiter und so fort. Und das ist halt der Nomade. Man ist halt außerhalb in den Badlands. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich fühle tatsächlich den Konzerner. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, wir nehmen den Konzerner. Oder ihr sagt auch den Konzerner? Gehen wir rein in den Konzerner? Nee. Wir gehen in den Konzerner. Wir machen's. Okay. Oh, so ein bisschen braun wäre ich ja gerne. Das ist doch eine schöne Bräune. Na, so bin ich nicht. Alias? Wie? Bestätigen. Wir gehen rein, Leute. Ab jetzt genießen. Und du Timex hier. Alter, sehen wir nicht cool aus, Mann? Oh, geil. Ja, Mann. Ja, Mann. Es wird erstmal gekotzt. Es sieht so krass aus, das Game, oder? Es ist doch Wahnsinn. Es ist doch der absolute Wahnsinn. Alter, wie das aussieht, das Game. Okay, wir sind ja gerade mitten im Meeting drin, ne? Was zu tun ist. Leg los. Jenkins, der Typ, der uns eben angerufen hat. Oh nein, Digga, what the f***? Der hat die alle umgebracht. Haben wir die Bösen gewählt? Haben wir die Bösen gewählt, Leute? Falls ja, let's go. Let's go. Direktorin Abernathy? Geil. Ich hab die Abstimmung gesehen. Geil. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Let's go. Bockmist in Frankfurt am Main. Alter, Frankfurt. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Geil. Was für ein geiler Mörder der Typ ist. Den fühle ich. Alter! Memo, guck mal, ein Keuteich. Moin, Meister. Ey, das sieht so krank aus, oder? Mach auf. Oh nein, wir werden gescannt. Zugriff gewährt. Oh, Junge. Oh, geil. Jetzt fliegen wir mit diesen Fliegeshuttles. Die können wir leider nicht selber steuern. Ey, Leute, checkt ihr, wie das hier aussieht? Digga, das ist Alcantara-Leder, sein Urgroßvater. Guck mal, wie das... Bitte nennen Sie Ihr Ziel. Und trinken. Uns geht so gut, Leute. Hier sind die M54 News mit einer Eilmeldung. Alter Schwede. Also, Junge. Junge. Junge, das sieht so krank aus. Ey, das sieht einfach nur zu krank aus. Ich bin hin und weg. Ey, das sieht so cineastisch geil aus. Es hat diesen geilen, dystopischen Cyberpunk-Vibe. Ich fühle es einfach so sehr. Ich finde ja Cyberpunk generell als Ästhetik so unglaublich nice. Okay, let's go. Wir gehen rein. Fällt mir ein. Ich habe da was für dich. Militech Trainingssplitter. Ach so. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Oh ja, gib her, Bro. Das sieht so krank aus. Check dir einfach, was die für ein Game gebaut haben. Check dir, wie... Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Okay, Kampfgrundlagen. Let's go, wir fangen an. Wir gehen kämpfen. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Damit würdest du keine Probleme haben. Komm! Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistisch. Steh nicht rum, geh in Deckung! Du wurdest verletzt. Mit dem Reanimator heilst du. Benutze ich dir mit X. Asthma Spray! Oh, sieh an. Diesmal hat er seine Chunks dabei. Was zu tun ist, wie? Kann man sliden? Nee, ne? Sliden kann man nicht. Okay. Entspannt. Check dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Mit was denn? Komm schon, du kannst. Hä? Was war das denn, Digga? Digga, mir wird ja nichts erklärt. Was muss ich denn machen, Alter? Das ist so verwirrend. Check dich in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Ja, und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Okay, er gehört dir. Wie denn? Töten.
Hadid, Schuss, Kollege. Auf Wiedersehen. Alter, wie das hier aussieht. Checkt ihr, Leute. Was ist ein, das ist ein Film. Jetzt geht die Tür auf. Waffe ziehen, alt. Schießen, alt. Jetzt fahr schon, Jackie! Na los, Beat! Kann ich! Halt ihn ruhiger! Ja. Haben wir hier noch eine andere Waffe? Oh nein, Digga, oh nein. Aber ich hab's geschafft! Sie lassen Fahrer! Ricardo! Geil, Mann, geil. Ich glaube, ich gehe erstmal schlafen oder erstmal mein Apartment auschecken, Alter. Ach komm, ab nach Hause. Hör zu. So. Alter, Alter. Das ist halt so ein übelster Grafikflex. Guck mal, was die gemacht haben. Das ist so ein unnötig geiler Grafikflex. Ich schaue mich erstmal ein bisschen in der Wohnung um. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bin ein erwachsener Mann, ich springe auf mein Bett. Ganz ehrlich, ich fühle ein Bett, was so ist, ja übertrieben, ne? Ich mag die Wohnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon eine krass lebhafte Welt. Also... Alter! 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 Digga, wie viele NPCs laufen hier rum und die sehen alle unterschiedlich aus? Junge. Junge, die Stadt hat ja so viele verschiedene Ebenen. Kann man einfach ein Auto klauen? Hallo? Könnte ich jetzt einfach... Geil! Ich bin überwältigt. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier rumlaufen. Boah, ich habe richtig Bock, irgendwie im Müll zu wühlen. Ich weiß nicht warum. Doch braucht ihr eine Stimme, so folgt ihr. Denn ihr seid nur Menschen. Ich habe dem nur eine reingehauen. Ich habe dem nur eine reingehauen. Entspannt euch mal. Was ist los? Also... Sag mal, spinnt ihr? Ey, es muss so in dieser Stadt stinken, so viel Müll, wie es hier gibt, oder? Es sind so unglaublich viele Details. Ich könnte mich... Entschuldigung. Es ist einfach zu verrückt, dass das eine Open World ist, Leute. Ich bin hin und weg. Können wir bitte ganz kurz mal sagen, wie unglaublich schön das hier alles ist? Wie detailreich. Das ist wirklich Next Level Game. Achso, wir parken genau da, wo wir nicht parken sollen, oder was? Genau. Was ist denn jetzt passiert hier? Alter! Der Herr, alles gut? Bushidos Body of Law. Alter, Bushido 5, Bushido 6. In der Zukunft gibt es nicht Bushido 1, 2, sondern Bushido 5. Was haben wir hier? Warum sollte man das machen? Dein Gesicht gefällt mir nicht. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Jungs, ich habe... Jungs, ich hab nichts gemacht. Ich hab mir das nur angeguckt, Jungs. Ich bin in den Tatort reingelaufen. Wenn keiner sagt, geh da raus.